Wir sind hier in Forchheim beim Jubiläum des Musikvereins Forchheim-Buggenhofen. 50 Jahre ist er auch eher alt geworden und das ganze Jahr über gab es ein Event nach dem anderen. Das größte Event läuft momentan die zweite Stunde eines 24-stündigen Musikmarathons. Sowas gab es in Deutschland, so viel wir wissen, noch gar nicht. Bei mir ist jetzt Matthias Wehr. Er hat eben die zweite Stunde dirigiert. Chefdirigent der Bläserphilharmonie, stimmt das? Ja. Ja, stimmt, ist richtig. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Vor 4 Wochen ungefähr hat er den Triton bekommen, den Kulturpreis der Stadt Forchheim. Wie fühlt man sich so als frisch gebackener Kulturpreisträger? Ja, ich bin schon stolz drauf. Ist schon eine tolle Auszeichnung gewesen, auch ein toller Abend mit den Gästen, tolle Preisverleihung. Und ja, man schwebt noch ein bisschen auf der Welle. 24 Stunden von Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr läuft's. Das war die zweite Stunde. Sie werden ja gleich die Seiten wechseln. Ja, ich werde jetzt ein bisschen mitspielen. Gerade eben habe ich dirigiert und jetzt habe ich ja Freistunde quasi. Das mache ich dann so, dass ich meine Querflöte oder meine Klarinette packe und dann ein bisschen mitspiele. Und dann bin ich schon wieder dran, dann muss ich schon wieder dirigieren und dann spiele ich schon wieder mit. Das Ganze, muss man dazu sagen, ist ja für einen guten Zweck. Das Geld wird der Musikverein nicht für sich behalten, sondern es geht an für eine gute Sache, es ist ein Benefizkonzert. Genau, für die Wohlfahrtsverbände hier in Forchheim. Und zwar ist es so, dass wir das Ganze teilen. 50% geht an die Jugendarbeit unseres Musikvereins und die anderen 50% gehen an die Aktion Weihnachten für alle in die Wohlfahrtsverbände von Forchheim. Ja, und ich denke, wir haben immer nur 5 Minuten zwischen den einzelnen Takes. Man muss da sagen, es läuft 24 Stunden, 55 Minuten wird gespielt, 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Matthias Wehr hat gerade noch dirigiert, jetzt muss er spielen. Und da entlassen wir ihn jetzt hin und ich denke, ein paar Szenen nehmen wir auch noch auf. Jawohl, Dankeschön.